Willkommen bei einem weiteren kleinen Video auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, heute machen wir wieder mal etwas, was wir schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gemacht haben. Wir machen ein kleines Update-Video. Es sind in letzter Zeit wieder einige Manga-Neuheiten bei mir eingezogen. Und ich würde sagen, da zeige ich euch ganz einfach einmal, was so meiner Sammlung hinzugefügt wurde. Fangen wir an mit Yu-Gi-Oh! Da habe ich jetzt die Bände 7, 8 und 9 eben in der Massive Edition, also ziemlich dicke Dinger. Weiter geht's mit Spriggan, mit den Bänden 4, 5, 6, 7 und 8. Und somit ist die Reihe dann auch komplett, also die ist dann abgeschlossen. Dann habe ich mit Ranma begonnen. Da habe ich jetzt die Bände 1, 2, 3 und 4 da. Ich glaube, da habe ich ja schon mal angemerkt, dass wenn die neu aufgelegt werden, dass ich auf alle Fälle da bin. So ein Klassiker, den kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und mit den Hardcover Master Editions von Fist of the North da sind zwei sehr schöne Stücke in meine Sammlung eingezogen. Wie gesagt, das sind jetzt die Bände 1 und 2. Das werden am Ende nachher natürlich noch mehr. Ich glaube, es sollen 18 insgesamt werden. Und ich habe da ein kleines bisschen mit mir gehadert, weil günstig sind die Dinger, weiß Gott nicht. Aber ich kenne mich, ich weiß, das ist einer von den Klassikern, die ich auf alle Fälle in meiner Sammlung haben möchte. Und bevor ich jetzt da lang umeinander hader und irgendwann sind nachher 10 Bände heraus, ne, und nachher muss ich mehr oder weniger 10 Bände auf einmal nachkaufen und das geht ziemlich stark ins Geld, bin ich lieber mehr oder weniger von Anfang an dabei und kaufe nachher nach und nach immer wieder mal an einzelnen. Das lässt sich nachher weitaus besser verschmerzen. Aber wie gesagt, ich kenne mich, ich weiß ganz genau, ich möchte die Teile haben. Und nachher bringt es ja nichts, wenn ich da, weiß Gott, wie lang umeinander zetere, weil letzten Endes bringt es ja alles nichts und ich lande ja trotzdem an den Punkt, dass ich mir es nachher holen muss. Der letzte Manga in dem Update ist wieder H.P. Lovecraft Adaption von Go Tanabe, da haben wir ja schon ein paar da. Diesmal handelt es sich um das Werk Der Schatten aus der Zeit. Ich hoffe mal, der schließt sich in puncto Qualität an die anderen Werke an, die ich bereits in meinem Besitz habe. Und passend dazu habe ich mir geschnappt die Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, Der Flüsterer im Dunkeln. Da war es tatsächlich so, dass ich mir vorher ein Hörbuch eben angehört habe von der Geschichte. Hat mir nachher am Ende aber so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das hole ich jetzt als Hardcover-Auflage ganz einfach nach. Ich arbeite dazu, dass ich immer mal wieder von H.P. Lovecraft ganz einfach gewisse Geschichten auch bei mir in die Sammlung sozusagen integriere. Das eine oder andere, ich habe ja schon da, ich hoffe ganz einfach, dass meine Bibliothek in der Hinsicht von Zeit zu Zeit ganz einfach anwächst. Das ist nämlich ein Autor, wo ich festgestellt habe, dass mir das, was er schreibt, eigentlich ganz gut gefällt, auch wenn die Art und Weise, wie er es schreibt, jetzt halt nicht immer unbedingt die einfachste und direkteste ist. So, das war es einmal soweit gewesen von dem Update. Waren wieder ein paar Schwergewichte dabei. Ich habe aber inzwischen auch einiges zusammenkommen lassen müssen. Und deswegen ist es jetzt halt relativ umfangreich gewesen. Ich hoffe ganz einfach einmal so ein kleiner Video haben zum Feiertag. Hat Ihnen gefallen. Ich sage natürlich wie immer danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuhören. Und nachher sehen wir uns hoffentlich schon relativ bald beim weiteren Video auf dem Kanal wieder.